ÖVP hat sozusagen ihr schlechtestes Ergebnis in der Geschichte hingelegt. Trotzdem haben sie ihr Ziel erreicht, sie sind Erste geworden. Ist das jetzt ein klarer Auftrag für Sie oder sehen Sie das ein bisschen zu beschreiben? Ja, der Auftrag ist klar. Ja. Mit Abstand sind wir stärkste Partei, 7%, 6% vorne. Und das ist ein klarer Auftrag der Wählerinnen und Wähler, eine Regierung zu bilden und das Land zu führen in den nächsten Jahren. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass wir auch Verluste hinnehmen haben müssen, die stärker ausgefallen sind, als ich erwartet habe. Das macht mich natürlich auch nachdenklich. Daher kein Grund zum Jubel, sondern nachdenkliche Freude, aber auch das Bewusstsein, dass eine große Aufgabe mir noch bevorsteht, nämlich all das in Ordnung zu bringen, was geschehen ist. Das heißt, der Wähler hat Ihnen sehr wohl auch eine gewisse Verantwortung beim Finanzskandal zugedacht. Scheint so zu sein. Die Regierung ist gemeinsam in die Ziehung genommen worden, viel stärker als wir, die dafür zuständige SPÖ. Aber wir haben uns dem auch nicht entziehen können, das müssen wir zur Kenntnis nehmen und jetzt schrittweise das Vertrauen wieder zurückgewinnen durch harte, ehrliche Arbeit. Zweierkoalition, die scheint die einzige, die sich ausgeht, ist Schwarz-Rot. Ja, die Koalitionsspekulationen beantworte ich jetzt nicht, bitte um Verständnis. Das ist zu früh, es ist einige Tage zu früh. Aber Sie gehen davon aus, dass Sie nicht zusammen. Das ist mein Ziel, eine Regierung zusammenzubringen, natürlich. Das ist auch meine Aufgabe, nicht nur mein Ziel, sondern meine Aufgabe. Und ich möchte diese Aufgabe noch im Mai erledigen, wenn es irgendwie geht.